Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Heute zu einem sehr, sehr spannenden Video, denn wir wurden von Hetzner eingeladen. Die stellen einen neuen Server vor morgen und wir haben gefragt, ob wir uns vielleicht einen Tag vorher das Data Center anschauen können. Wir sind heute in Falkenstein, da steht eins von Hetzners Data Centern. Hetzner gibt es ja seit 1997 und die haben inzwischen wirklich sau viele Rechenzentren. Eins hier in Falkenstein, wo wir heute sind, eins in Nürnberg, in Helsinki, also in Finnland und inzwischen auch mehrere Standorte in den USA. Und das Rechenzentrum in Falkenstein werden wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen. Roman, also der Bauer, war ja auch schon mal hier. Das heißt, manche Sachen werdet ihr wahrscheinlich auch wiedererkennen, damals aus seinem Video. Hier hinter mir seht ihr schon welche von den Datacentern und wie man sehen kann, ist hier noch ein bisschen Baustelle, denn hier bei Hetzner wird gerade angebaut. Ich weiß nicht, ob das schon fertig ist, das neue Datacenter, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir da vielleicht auch einen Blick reinwerfen dürfen, weil wäre auf jeden Fall spannend, auch so ein Datacenter in der Entstehung filmen zu dürfen. Auf jeden Fall ist Hetzner einer der größten europäischen Webhoster mit mehreren hunderttausend Servern, die die hosten und die haben an Produkten wirklich alles, was man sich in dem Bereich vorstellen kann. Dedicated Server, Cloud Server, finde ich mega spannendes Thema. Da bin ich auch gespannt, ob wir später vielleicht noch einen anschauen können. Die machen Webhosting, es gibt Managed Server und die haben auch viele Services wie SSL-Zertifikate oder auch einfach nur Domain-Registrierung. Also bei Hetzner wird wirklich alles aus diesem Bereich geboten und ich bin mega gespannt, das Ganze mir heute mal anschauen zu dürfen. Vor allem bin ich auch gespannt, ob wir unseren eigenen Server hier wieder entdecken, weil wir sind ja auch selber bei Hetzner gehostet. Unser Server steht hier in Falkenstein. Bin mal gespannt, ob wir den wiederfinden, weil ich denke, da ist schon eine ganz schöne Anzahl an Servern hier in diesem Rechenzentrum. Auf jeden Fall gibt es auch sonst jede Menge spannende Themen. Die Server werden hier auch zusammengebaut, das werden wir uns auch mal anschauen. Und hier ist immer weiter angebaut worden, das heißt, man kann auch so ein bisschen nachvollziehen, wie das angefangen hat und wie so ein Rechenzentrum inzwischen aussieht. Und es gibt natürlich auch viele spannende Themen wie Kühlung, allgemein wie so ein Server aufgebaut ist und vieles mehr. Ich hätte gesagt, wir gehen jetzt rein, weil es doch ziemlich kalt hier draußen. Wir sind hier genau an der Schneegrenze, wo wir vorher losgefahren sind, lag halt noch eine Menge Schnee. Hier liegt jetzt kein Schnee mehr, aber es ist wirklich saukalt. Wir gehen jetzt da rein. Ich denke, ich habe auch eigentlich das falsche Outfit an, hier mit Winterjacke, weil ich denke, da drin wird es wahrscheinlich ziemlich warm werden. Also wir fahren rein in den Hochsicherheitstrakt. Zieht euch das mal rein, hier mit Stacheldraht überall. Aber hier sind halt natürlich auch wertvolle Daten drin in den Data Centers. Und Hardware natürlich. Und Hardware-Deals gleich. Sesam, öffne dich. So, also wir haben uns jetzt inzwischen wieder aufwärmen können. Wir haben hier eine komplette Tour durchs Rechenzentrum bekommen und ich kann euch sagen, es werden auf jeden Fall einige spannende Themen heute hier im Video sein. Wir schauen uns einmal die verschiedenen Arten von den Servern an, dann werden wir über die Kühlung sprechen, wir werden über die Stromversorgung sprechen, das ist auch ein sehr interessantes Thema und anschließend kann ich euch auch noch ein Rechenzentrum zeigen, was gerade im Aufbau ist. Das denke ich ist auch sehr interessant und dann schauen wir uns noch die Produktion an und vieles mehr. Also hier wird es auf jeden Fall einige Themen in dem Video geben. Wir sind hier schon mal in einem der Gänge im Rechenzentrum. Wir sehen könnt, stehen hier sehr viele MIDI-Towers. Das kennt ihr, das ist quasi euer klassisches PC-Format. Ich denke, die meisten PCs von euch sind auch in so einem MIDI-Tower drin. Interessanterweise ist hier sehr viel Consumer-Hardware bei Hetzner verbaut. Also Hetzner setzt in sehr vielen Servern auf Consumer-Hardware und das hat unter anderem den Grund, dass diese Hardware halt deutlich preiswerter ist als reine Server-Hardware. Von der Leistung, Langlebigkeit und so weiter unterscheiden sich Server-Hardware und Consumer-Hardware aber nicht großartig. MIDI-Tower sind eine von drei Arten von Servern, die hier bei Hetzner zum Einsatz kommen. Es gibt die MIDI-Tower, es gibt 19 Zoll Racks, also der normale Server-Standard und dann hat Hetzner auch noch sein eigenes Rack-System entwickelt. Warum die das gemacht haben und was für Vorteile das hat, das werden wir uns später noch anschauen. Was ich auch sehr interessant finde, das ist mir gerade aufgefallen, wir haben hier zum Beispiel noch einen EX52 NVMe. Das ist genau der Server, den wir selber auch benutzen. Also nicht das ist unser Server, aber der EX52, so einen haben wir auch. Und da ist unsere eigene Homepage drauf gehostet. Und wir werden mal schauen, ob wir später noch unseren eigenen Server hier finden werden. Wenn wir jetzt hier gerade noch bei den MIDI-Towern stehen, dann kann ich euch auch mal die Kühlung hier zeigen. Das funktioniert nämlich so, dass hier in der Mitte, also quasi vor den MIDI-Towern, wird kalte Luft nach oben gepustet. Die kommt von außen, von außerhalb von den Gebäuden. Werde ich euch später auch noch zeigen. Und die wird dann vorne an den MIDI-Towern durch einen Lüfter angesaugt und hier hinten rausgepustet. Das heißt, in der Mitte von diesen Schächten kommt immer kalte Luft nach oben und die warme Luft wird dann hier hinten rausgepustet und steigt nach oben. Und wenn ihr jetzt mal nach oben schaut, dann seht ihr, das habt ihr vielleicht vorher auch schon gesehen, als wir hierher gefahren sind im Intro, die Dächer sind angewinkelt. Das sorgt dafür, dass die warme Luft hier oben aufsteigt und bis nach da oben zieht, wo diese Lamellen sind. Und da kann die Luft dann, je nachdem, ob die Lamellen geschlossen sind oder ob sie geöffnet sind, kann sie entweder nach draußen oder sie wird wieder vom Klimasystem angezogen. Dazu werde ich jetzt gleich noch was sagen. Wir schauen uns nämlich jetzt mal noch das Klimasystem an. Das schauen wir uns am besten von oben an. Ihr seht schon, das hat eine ganz schöne Raumhöhe hier. Wir haben es jetzt nach oben geschafft, zumindest mal in den ersten Stock. Es geht noch weiter nach oben hier. Und hier seht ihr schon den Überblick über die ganzen Server. Das sind wirklich eine Menge Server. Und das ist nur eins von den Rechenzentren. Alleine hier in Falkenstein betreibt Hetzner 18 von diesen Rechenzentren. Also da merkt ihr schon, das sind ein Haufen Server. Insgesamt sind es hier 250.000 bis 300.000 Server alleine an diesem Standort hier.
Was man hier unten auch sehen kann, ist, dass hier eben nicht nur MIDI Tower zum Einsatz kommen, sondern das, was ihr hier unten seht, ist das Hetzner eigene Rack-System. Die haben ihr eigenes Rack-System entwickelt für ihre eigenen Ansprüche. Warum genau, komme ich später noch zu, aber vor allem geht es auch um die Packdichte. Denn ihr seht schon, da passt natürlich viel mehr rein, als wenn man MIDI Tower verwendet. Die Packdichte, habe ich mir sagen lassen, ist 2,5 mal so hoch. Also man kriegt, wenn man dieses Rack-System von Hetzner verwendet, halt zweimal so viele Server rein, wie wenn man nur MIDI Tower verwenden würde. Die Kühlung von dem Ganzen habe ich ja gerade eben schon angeschnitten. Es ist eben so, dass immer zwei Reihen von MIDI-Towern sich gegenüberstehen und dann in der Mitte wird quasi kalte Luft nach oben gepustet bzw. von den MIDI-Towern angesaugt, weil die ja auf beiden Seiten vorne einen Lüfter drin haben und die warme Luft dann nach hinten rauspusten. Die kalte Luft, die vorne angesaugt wird, die kommt von draußen. Ihr seht schon hier an der Seite von dem Gebäude sind ganz, ganz viele Klimaanlagen. Also das sind, glaube ich, 18 Stück pro Gebäude. Jedes einzelne von diesen silbernen Kästen hier ist eine Klimaanlage. Das Interessante ist, dass hier erstmal komplett mit der Außenluft gearbeitet wird. Interessanterweise wird hier nämlich 95% des Jahres nicht aktiv zugekühlt oder zugeheizt. Das Ganze funktioniert so, dass die Luft von außen eben hier reingepustet wird und je nachdem, was für eine Temperatur die hat, aktuell ist sie ja ziemlich kalt, wir haben draußen irgendwie minus 2 Grad gehabt vorher, muss sie auch aufgewärmt werden. Bei dem MIDI Tower System ist es so, dass die eine Betriebstemperatur von 22 Grad haben. Bei den Rack Systemen von 24 Grad. Im Sommer liegt die auch noch mal ein bisschen höher. Und dementsprechend wird die warme Abluft, die hier hinten rauskommt aus den Systemen, vermischt mit der Außenluft, um genau die Betriebstemperatur von den Servern zu erreichen. Bei ganz heißen Tagen kommt dann wieder die Klimaanlage ins Spiel. Da sind unten Klimakompressoren drin. Draußen sind auch noch große Wärmetauscher und dann wird die Luft eben zusätzlich runtergekühlt. Das ist aber natürlich ein riesen Kostenfaktor, wenn man so ein komplettes Rechenzentrum die Luft runterkühlen muss. Deswegen hat man hier auch einen relativ kühlen Standort gewählt. Und eben wie gesagt, 95% des Jahres muss hier nicht zusätzlich gekühlt werden, sondern kann man einfach nur die Außenluft hier reinpusten. Durch Zufall sind wir gerade hier dran noch vorbeigekommen. So sehen die Radiallüfter aus, die in der Klimaanlage drin sind. Also das sind schon echt riesige Teile. Gesteuert wird das Ganze über diese Lamellen hier oben. Wenn diese Lamellen offen sind, dann kann die warme Luft nach draußen ziehen. Wenn diese Lamellen sich schließen, dann staut sich die Luft hier oben natürlich an. Wenn man hier mal nach unten schaut, dann sieht man nämlich die Oberseite von dieser Klimaanlage. Und die kann eben, wie gesagt, die warme Luft, die sich schon hier drin befindet, wieder ansaugen, mit der Außenluft vermischen und dann genau die gewünschte Temperatur erreichen. Weil auch die Lamellen oben an dieser Klimaanlage, oben an diesem Klimaschacht, sind verstellbar und können eben geschlossen oder geöffnet werden, je nachdem, ob die Luft mit der Außenluft vermischt werden soll. Wir sind jetzt direkt ins nächste Rechenzentrum weitergewandert und hier stehen schon ganz viele von den neueren Rack-Systemen von Hetzner. Ihr seht es, wenn wir mal von oben hier runter schauen, dass hier einfach wirklich eine viel höhere Packdichte erreicht werden kann. Und dann schaut euch mal an, wie viele Server alleine in einer so einer Reihe drin sind. Das ist wirklich extrem und man sieht auch schon, dass das Kühlkonzept hier sehr, sehr ähnlich funktioniert. Schauen wir uns jetzt aber nochmal aus der Nähe an. Wir sind jetzt mal nach unten gegangen und ich stehe jetzt tatsächlich in einem von den Kühlgängen drin. Rechts und links von mir sind die ganzen Racks, die ihr gerade eben von außen gesehen habt, die vorne die Metallblende dran haben. Und so sieht das Ganze von der Rückseite aus. Das Kühlkonzept ist wirklich sehr, sehr interessant. Ihr seht, wir sind hier in einem geschlossenen Gang drin. Über uns ist Glas oder Plexiglas, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber es ist eben komplett geschlossen. Hier unten, wenn man nach unten schaut, sieht man, hier sind so Lüftungsgitter. Und da wird eben die kalte Luft von außen oder je nachdem die vermischte Luft hier nach oben gepustet, beziehungsweise von den Servern eben angesaugt. Habt ihr an der Außenseite gesehen, jedes von diesen Rack-Systemen hat außen einen Lüfter und zieht die Luft entsprechend hier durch, sodass hier ein Sog entsteht und eben die kalte Luft hier reingezogen wird. Muss ich auch sagen, hier drin ist es temperaturmäßig ziemlich angenehm verglichen mit draußen. Ich würde mal schätzen, dass es hier in diesem Rechenzentrum so um die 30 Grad hat oder sowas und hier drin so um die 20 Grad. Vielleicht wirklich sehr angenehm auf jeden Fall. Wenn man sich das mal anschaut, dann sieht man eben auch wieder auf den ersten Blick, hier passt wahnsinnig viel mehr rein, als wenn man MIDI Tower verwendet. 24 Systeme pro Reihe sind es und ich meine, zieht es euch rein, das will ich jetzt nicht nachzählen, aber das sind einige Reihen hier drin. Ich habe mir sagen lassen, das sind insgesamt über 1400 Systeme, die in einem so einem Kühlgang stehen. Also das ist wirklich extrem, wie eng man diese Systeme dann unterbringen kann. Wir haben die ganze Tour ja schon bekommen und ich kann euch sagen, ich kann euch nachher zeigen, wie sowas gebaut wird. Das ist nämlich mega spannend, denn die gesamten Rahmen, die gesamte Rack-Konstruktion hier wird von Hetzner selber an diesem Standort hier gebaut und dann können wir eben sehen, wie das Ganze funktioniert. Das wird nämlich aus einzelnen Modulen zusammengesetzt, ist komplett modular, das kann hier überall aufgestellt werden. Und das Interessante ist auch der Boden. Wenn man hier unten durchschaut, dann sieht man, wir sind quasi einen Meter über dem eigentlichen Boden von dem Rechenzentrum. Also
die gesamte Fläche von der Halle, die ihr gerade eben gesehen habt, wir waren hier oben, das ist eine riesige Halle, die ist 1 Meter nach oben gesetzt worden mit solchen Stelzen, dass unten komplett kalte Luft ist. Also unter dieser gesamten Halle wird kalte Luft durchgepustet. Entsprechend kann man auch überall in dieser Halle so einen Kühlgang aufbauen. Das ist wirklich mega clever gemacht. Wie genau das aussieht mit diesem, ich nenne es mal doppelten Boden, kann ich euch nachher zeigen, weil es gibt hier gerade ein Rechenzentrum, was neu gebaut wird. Was ich auch noch sehr, sehr interessant fand, die Information habe ich auch vorher noch bekommen, diese Eigenentwicklung von den Rack-Systemen, die hat nicht nur den Grund, dass man das Ganze ein bisschen enger packen kann, sondern es hat auch was mit dem Energieverbrauch zu tun. Das ist eine komplette Eigenentwicklung auch mit den Lüftern hier und dadurch kann bis zu 50% Strom eingespart werden, als wenn man irgendwie so einen MIDI-Tower oder einen fertigen 19-Zoll-Server nimmt. Und was man hier auf der Rückseite auch noch schön sieht, sind eben die ganzen kleinen Lüfter, die hier an jedem Rack-System dran sind. Da habe ich gerade eben schon von gesprochen, also man braucht hier nicht viel Druck, um die Luft hier wirklich reinzupusten, sondern die Server, die saugen die kalte Luft quasi raus und hier kommt dann eben warme Luft raus. Also wenn man die Hand dahin hält, ist schon ordentlich warm, was da rauskommt. Was ihr hier hinter mir seht, sind jetzt die ganz normalen, typischen 19-Zoll-Systeme. Die benutzt Hetzner für Kundensysteme, aber zum Beispiel auch für die Hetzner Cloud. Also hier in diesen Rechenzentren gibt es alles, MIDI-Tower-Systeme, die eigenen Rack-Systeme von Hetzner, aber eben auch 19-Zoll-Systeme. Wir sind jetzt auch mal hier in den Kühlgang reingegangen. Was auffällig ist, ist, dass es hier drin nochmal deutlich lauter ist als bei den eigenen Racks von Hetzner. Das liegt vor allem daran, dass diese 19-Zoll-Systeme halt so winzig kleine Lüfter verwenden. Habt ihr gerade eben schon außen gesehen und die drehen halt viel, viel höher. Dadurch, dass diese kleinen Lüfter halt auch so extrem hoch drehen, ist es so, dass die Systeme auch deutlich mehr Strom verbrauchen. Man unterschätzt es, wie viel Strom so ein kleiner Lüfter verbrauchen kann. Ich habe mir sagen lassen, dass teilweise so ein kleiner Lüfter bis zu 60 Watt Strom verbrauchen kann. Also teilweise ist es bei Servern so, dass der Lüfter mehr Strom verbraucht als der eigentliche Server an sich. Das ist eben auch einer der Gründe, warum Hetzner seine eigenen Racks entwickelt hat, um diesen Stromverbrauch zu minimieren. Jetzt ist hier einer ordentlich durchgestartet neben mir. Okay, gehen wir mal weiter. Was auch noch ein sehr interessantes Thema ist, ist natürlich die Stromversorgung von dem Ganzen, weil so viele Server verbrauchen natürlich auch eine Menge Strom. Ein Rechenzentrum alleine verbraucht 1,2 Megawatt oder ist auf 1,2 Megawatt spezifiziert. Das sind 1,2 Millionen Watt, das muss man sich mal vorstellen. Und das ist eben so ausgelegt, dass es bei durchschnittlicher Auslastung der Fall ist. Wenn man jetzt mal überlegen würde, wenn jeder Server hier zu 100% ausgelastet wäre, dann wäre das natürlich nochmal deutlich mehr, aber in der Realität kommt es natürlich gar nicht vor. Trotzdem, wir haben hier 18 Rechenzentren, jedes davon 1,2 Megawatt. Das ist schon wirklich eine ganz schöne Hausnummer. Da jedes Rechenzentrum aber ja die gleiche Grundfläche hat und die gleiche Größe und 1,2 Megawatt quasi die Obergrenze sind, versucht man die Rechenzentren so effizient wie möglich auszustatten. Das heißt, man mischt MIDI-Tower mit diesen eigenen Rack-Systemen und mit 19-Zoll-Systemen. Die haben ja alle eine andere Packdichte, um die Fläche eben so gut wie möglich auszunutzen. Denn wenn man nur die eigenen Rack-Systeme verwenden würde, die ja eine extrem hohe Packdichte haben, dann würde halt die halbe Fläche leer stehen. Thema Stromversorgung ist in einem Rechenzentrum natürlich besonders wichtig und da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Strom halt auch mal ausfällt oder die Spannung abfällt, sind hier natürlich riesige USVs verbaut. Die sorgen im Notfall dafür, dass das gesamte Rechenzentrum bis zu 15 Minuten weiterhin mit Strom versorgt werden kann. Und falls ihr euch fragt, was passiert nach den 15 Minuten, es gibt draußen auch noch einen riesigen Dieselgenerator, der bis zu 3 Tage lang ein Rechenzentrum mit Strom versorgen kann. Den werden wir uns gleich auch noch anschauen. Hier hängen auf jeden Fall riesige Batterien dran, die zeige ich euch jetzt. Hier sind wir jetzt im Batterieraum und ihr seht schon, da sind wirklich eine Menge Batterien notwendig, um eben die 1,2 Megawatt für 15 Minuten leisten zu können. Die 15 Minuten sind auch absolut ausreichend, weil es eben diesen Dieselgenerator gibt. Der braucht so um die 20 Sekunden zum Anlaufen. Also hier wurde alles wirklich ausreichend bedacht. Und wenn man sich das mal anschaut, bei diesen Zellen hier, du kannst ja mal reinkommen, das sind alles riesige 2-Volt-Zellen, die in Reihe geschaltet sind. Und die sind auch durchnummeriert, sind insgesamt 240 Stück hier pro Regal. Das heißt, das USV arbeitet mit 480 Volt. Also hier stehen wir jetzt vor allem von den Dieselgeneratoren. Das ist ein 16-Zylinder Dieselaggregat und das kann 2 Megawatt leisten, also nochmal deutlich mehr als ein Rechenzentrum benötigen würde. Und jedes Rechenzentrum hat so ein Teil. Also hier ist schon wirklich für Stromversorgung selbst im absoluten Notfall gesorgt. Das Ganze läuft dann für 2 bis 3 Tage komplett autark. Da hinten sind riesige Tanks mit insgesamt 60.000 Litern. Die sind aber jeweils für 2 Aggregate, also stehen 30.000 Liter Diesel für ein Aggregat im Notfall bereit. Was wir hier draußen jetzt auch sehen können, sind eben diese riesigen Wärmetauscher, die, wenn es mal wirklich warm draußen wird, eben dafür sorgen, dass die Klimaanlage drin die Temperatur runterkühlen kann. Und genau dafür sind die eben da. Aber wie gesagt, 95% des Jahres laufen die sowieso nicht. Wir sind jetzt gerade in einer der Hallen, die im Aufbau ist. Und ihr seht hinter mir, das finde ich sehr interessant, das ist so ein Rack-System im Aufbau quasi.
Und da sieht man, wie schön modular das Ganze ist. Ein Modul ist immer aus 6 so Reihen zusammengesetzt und 5 solche Module ergeben dann eben einen ganzen Kaltgang. Hier kann man auch nochmal einen Blick reinwerfen und dann sieht man schön, wie das Ganze kühltechnisch funktioniert. Das ist eben ein so ein Rack-System und hier sieht man, hier sind nochmal zusätzliche Lüfter drauf für den RAM. So würde das Ganze natürlich nicht funktionieren. Deswegen kommen hier, wenn es nicht voll bestückt ist, Blenden rein. Hier ist dann nochmal eine Metallplatte drauf, damit das Ganze dann eben vom Airflow funktioniert. Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass diese Rack-Systeme eben komplett hier gefertigt werden. Hetzner hat ja mehrere Standorte, unter anderem einen in Helsinki. Und auch die Serversysteme werden hier gebaut und dann dorthin verschifft. Und die Produktion werden wir uns nachher auch noch anschauen. Was man jetzt hier bei diesem in Anführungszeichen unfertigen Kaltgang ganz gut zeigen kann, ist der Boden. Denn das sind alles diese Bodenplatten. Wir sind auch hier quasi 1 Meter erhöht, aber die könnte man einfach rausnehmen und dann würde hier eben die Belüftung funktionieren. Da dieses System noch im Aufbau ist, sind die Platten eben noch drin, aber so einfach funktioniert das hier. Und wenn man hier nochmal zur Seite schaut, dann sieht man, das könnte man eben in der ganzen Halle machen. Also man ist hier maximal flexibel, wo man eben diese Kaltgänge aufbaut, weil man einfach überall diese Platten rausnehmen kann. Hier sieht man das zum Beispiel schon ganz schön. Hier sind die Bodenplatten schon ausgetauscht worden und dann funktioniert das Ganze eben mit der Kühlung schon. Hier sind wir jetzt in einer Halle, die noch komplett im Bau ist, wie ihr sehen könnt. Also hier steht noch gar nichts drin. Hier fehlt noch der Boden und hier sind auch die Klimaanlagen zum Beispiel noch nicht drin. Und auch hier kann man diese Bodenkonstruktion, kann man sich nochmal sehr schön anschauen. Also das ist echt guten Meter, wo alles auf so Stelzen steht. Und da unten wird dann quasi die kalte Luft durchgezogen, die von außen kommt oder eben mit der Luft vermischt worden ist, je nachdem. Und was auch interessant ist, es sind ja teilweise mehrere verschiedene Systeme in einem Rechenzentrum untergebracht, also MIDI Tower 19 Zoll und Rack-Systeme, die unterschiedliche Betriebstemperaturen haben und dann wird es unten natürlich abgegrenzt. Also es ist schon so, dass man auch sagen kann, die Hälfte von dem Raum soll irgendwie 22 Grad Luft bekommen und die andere Hälfte 24 Grad. Das ist alles möglich und ist echt clever gelöst worden. Was ich auch interessant finde, ist, dass man sieht, dass das selbst hier schon bedacht worden ist, weil die Wände sind einfach nur zur Hälfte gestrichen worden. Also hier hat man auf jeden Fall auch gewusst, wo man die Kosten einsparen kann, weil der Boden, der kommt ja nachher hier hin. Und da hat man sich gedacht, okay, dann müssen wir hier unten eigentlich gar nicht streichen. Ihr seht schon, Leute, wir gehen jetzt in den Hardware-Bau rein. Hier wird natürlich die ganze Hardware zusammengebaut. Hier im Hardware-Bau entstehen die ganzen Server. Ihr seht schon hier Hardware-Assembly. Da gehen wir jetzt rein und dann kann ich euch das Ganze mal zeigen. Und ihr seht schon, wenn wir hier einen Blick reinwerfen, hier ist wirklich viel Hardware da in den ganzen Regalen. Falls ihr euch fragt, was mit den ganzen alten Servern passiert, also falls sie nicht mehr gebraucht werden, ihr kennt das ja schon bei uns aus den Pre-Rolls, es gibt bei Hetzen auch die Serverbörse. Also wenn sich jemand einen Server bestellt hat und der braucht den nicht mehr, dann geht er in die Serverbörse rein und dann kann man für günstige Preise sich auch einen gebrauchten Server mieten. Falls sie aber so alt sind, dass es einfach keinen Sinn mehr macht, auch aus Effizienzgründen und so, den Server nochmal anzubieten, selbst in der Serverbörse, dann gehen die Sachen hier ins Recycling. Hier werden die Server dann auseinandergebaut und dann werden die Teile eben sprichwörtlich recycelt oder dann eben nochmal günstig weiterverkauft. Hier zum Beispiel sehen wir eine ganze Menge CPUs, also ich meine in so einem Rechenzentrum, ich habe es ja vorher schon gesagt, 250 bis 300.000 Server alleine hier. Da ist halt einfach eine ganz schöne Masse an Hardware da. Wenn ich mal hier drauf schaue, das ist einfach ein kompletter Tray voll mit i7-990X. Und hier unten geht es direkt weiter. Schaut euch mal an, wie viele CPUs das sind. Die sind alle komplett gefüllt. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel Intel Xeon E3 1271V3. Also hier ist CPU-mäßig nochmal viel, viel mehr los als damals, als wir Dubaro besichtigt haben. Und da war ich schon mega beeindruckt von der Masse an CPUs, die da rumlagen. Das hier ist nochmal ein komplett anderes Level. Und wir sind hier nur im Recycling. Wir gehen jetzt mal gleich in die Produktion rein, da wo die neuen Sachen rumliegen. Auf dem Weg zur Produktion sind wir gerade noch bei einer sehr interessanten Stelle vorbeigekommen. Und zwar ist das hier ein Festplattenschredder. Wir haben hier einen für SSDs und einen für HDDs. Und tatsächlich, bei Hetzner sind ja auch intern viele Festplatten im Einsatz. Und dieser Schredder ist für interne Verwendung, also die eigenen Festplatten werden tatsächlich geschreddert. Wir werden jetzt auf jeden Fall uns gleich mal anschauen, wie so eine Festplatte geschreddert wird und was da dann unten rauskommt aus dem Schredder. Also hier haben wir dann das fertige Produkt, so sieht es aus. Also ich glaube nicht, dass man selbst hier irgendwelche Daten noch wiederherstellen könnte. Aber Tobi, du kannst ja versuchen, das Puzzle noch zu lösen heute. Also gut, ich hätte gesagt, wir gehen jetzt in die Produktion und dann zeige ich euch mal, wie es da aussieht. Also hier sind wir jetzt in der Produktion angekommen und ihr seht schon, hier ist wieder jede Menge Hardware. Was mir direkt hier ins Auge gefallen ist, schaut mal, hier wirklich ein kompletter Tray voll mit AMD EPYC CPUs, EPYC 7502P. Und rechts daneben, noch viel interessanter,
Hetzner verbaut hier auch ARM-CPUs. Das hier ist die Ampere Ultra. Auf jeden Fall hier auch ein kompletter Tray davon. Roman hat so eine ja sogar schon mal geköpft. Also vielleicht kennt ihr diese CPU schon. Ansonsten gibt es hier auch noch andere sehr interessante Sachen. Zum Beispiel dieses Mainboard hier. Und zwar lässt Hetzner seine eigenen Mainboards nach eigenen Spezifikationen von Asus entwickeln und auch fertigen. Das hier ist zum Beispiel ein ProWS 665 Ace. Das kann man so gar nicht irgendwie im freien Handel kaufen, sondern das ist, wie gesagt, von Hetzner bei Asus in Auftrag gegeben worden. Und man kann wirklich, also das wissen wahrscheinlich die meisten gar nicht, seine eigenen Mainboards auch bei so einer Firma wie Asus in Auftrag geben. Und wenn man da dann eine, ich nehme mal an, fünfstellige Stückzahl abnimmt, dann machen die auch eigene Boards für einen. Was hier sehr interessant ist, wenn man sich das mal anschaut, wir haben hier super hochwertige Spannungswandler drauf. Ich habe mir das natürlich gerade erzählen lassen, sonst müssen wir jetzt hier den Kühlkörper abschrauben. Und zwar sind es die Spannungswandler aus einem Asus Strix B650F Gaming Mainboard. Also wirklich richtig qualitative Teile. Und ich meine, ist klar, wenn man so ein Mainboard in einem Server einsetzt, dann legt man da natürlich Wert drauf. Zum einen, dass es sehr effizient ist und zum anderen, dass es sich gut kühlen lässt, weil bessere Spannungswandler erzeugen aufgrund der höheren Effizienz nicht so viel Abwärme. Und deswegen reichen auch so vergleichsweise kleine Kühlkörper dafür aus. Finde ich wirklich sehr, sehr interessant, dass man da so einen Weg geht. Und was auch sehr cool ist bei dem Mainboard, das kennen wahrscheinlich auch die wenigsten von euch, das hier sind OcuLink-Anschlüsse. Das kommt auch aus dem Serverbereich und die hängen quasi direkt am PCI Express dran. Das ist B650, das heißt, wir haben 28 PCI Express Lanes. Davon gehen ja 16 hier zu unseren PCI Express Slots, also zum Beispiel für eine Grafikkarte. Und dann gehen jeweils 4 hierhin zu dem OcuLink-Anschluss und 4 zu dem OcuLink-Anschluss. Und so kann man dann eben mit einer Verlängerung und einem entsprechenden Adapter eben alle möglichen PCI Express Geräte hier anschließen, ohne dass man sie direkt aufs Mainboard stecken oder eben anschrauben muss. Was natürlich auch auffällig ist hier bei dem Mainboard, ist die Anordnung von den RAM-Slots. Die sind nicht, wie man es normalerweise kennt, irgendwie rechts vom Sockel, sondern die sind oben drüber. Ich werde euch das einfach gleich mal zeigen, wenn das im Server eingebaut ist, dann seht ihr, warum das so angeordnet ist, denn so funktioniert einfach die Kühlung viel besser. Das hier ist so ein OcuLink Adapterkabel, das ist für den Anschluss, den ich euch gerade auf dem Mainboard gezeigt habe. Und das ist OcuLink auf U.2 für eine NVMe SSD. Die sehen so aus. Die kennt ihr wahrscheinlich aus euren klassischen Consumer-Systemen nicht, weil das ein Serverstandard ist. Und dann kann man eben mit ein bisschen Verlängerung dazwischen einfach die SSDs direkt an PCI Express anschließen, ohne dass man das irgendwie in einen PCI Express-Slot einbauen muss oder einen M2-Slot braucht und das jedes Mal direkt auf dem Mainboard festschrauben muss. Das Ganze geht dann sogar so weit, dass es auch solche PCI Express-Adapterkarten gibt. Hier haben wir jetzt 4-mal OcuLink drauf und dann kann einfach die CPU diese 16 PCI Express-Lanes in 4-mal 4 Lanes aufsplitten und so könnte man zum Beispiel 4 von diesen Adaptern hier nochmal anschließen und so erreicht man es eben, dass man noch viel mehr Laufwerke an sein System anschließen kann. Wir haben jetzt zufällig übrigens die Frage klären können, GT710, die Karte hat bei uns ja auch schon viel Aufmerksamkeit auf dem Channel bekommen. Das hier bei Hetzner, das sind die Leute, die diese Grafikkarte kaufen für den Serverbereich, die GT710. Also ich habe gerade mal nachgefragt, warum die hier so viele GT710s haben. Und es ist tatsächlich so, dass das immer noch somit die günstigste Lösung ist, um in einen Server, der halt keine Grafikeinheit hat, trotzdem irgendwie noch einen Grafikoutput zu bekommen. Es gibt auch noch eine sehr interessante andere Möglichkeit. Das wird mir auch gerade gezeigt. Das hier sind M.2 Grafikadapter. Sowas gibt es auch. Hier wird dann quasi so ein Kabel noch drauf gesteckt. Ihr seht es hier. Und dann kann man da auch über VGA einfach Bild ausgeben. Das ist aber tatsächlich deutlich teurer als eine GT710. Auf der Gegenseite braucht so ein M.2-Adapter natürlich deutlich weniger Strom. Aber eine GT710 lohnt sich wohl aus Kostensicht trotzdem immer noch mehr als sowas. Finde ich sehr interessant. Ansonsten hinter mir seht ihr auf jeden Fall schon mal die Serverproduktion. Da werden wir jetzt mal reinlaufen. Und hier werden tatsächlich die gesamten Server, die ihr hier im Rechenzentrum seht, die werden hier zusammengebaut. Also egal, ob es MIDI-Tower-Systeme sind oder eben die Rack-Systeme, alles wird hier gebaut und ich hätte gesagt, wir schauen uns so einen Server mal an. Hier haben wir die RAM-Slots ebenso horizontal angeordnet und das sorgt einfach dafür, ihr seht ja, hier hinten ist der Lüfter, der die Luft aus dem Server quasi rauszieht und das ist einfach deutlich besser für den Airflow und deutlich besser für die Kühlung. Da kommt ja dann so eine Abdeckung drauf, wie ihr es hier seht und dann ist einfach die Kühlung deutlich besser, wie wenn die irgendwie den Airflow blockieren. Genau, und hier werden, wie gesagt, die ganzen Server produziert, die hier im Rechenzentrum stehen und zum Beispiel auch teilweise die, die in Helsinki stehen und auch die, die in den USA stehen teilweise. Diese ganze Produktion ist ja, wenn man das zum Beispiel mal mit Dubaro oder so vergleicht, wo wir auch schon vor Ort waren, relativ klein. Und ich habe mal nachgefragt, wie viele Systeme hier maximal gebaut werden können. Und es sind tatsächlich bis zu 1500 Server, die hier pro Woche gebaut werden können. Und das, obwohl das hier maximal 10 bis 20 Arbeitsplätze sind. Das liegt halt einfach daran, dass so ein Server deutlich einfacher zusammengebaut ist als irgendwie ein Gaming-PC oder so. Ich meine, wir haben uns das ja gerade angeschaut. Das ist halt so ein, ja, ich nenne es mal irgendwie Open Frame oder Open Box und keine Abdeckungen drauf und so weiter. Das sind halt echt nur Mainboard, Netzteil,
dann noch, keine Ahnung, Festplatten und so, die angeschlossen werden und nicht irgendwie großartig noch was mit RGB und 20 Lüftern und AIO-Wasserkühlung. Deswegen reicht so eine vergleichsweise kleine Produktion tatsächlich aus, um alle Server, und es sind ja 250 bis 300.000 an der Zahl, die hier stehen, komplett hier selber im Haus zu bauen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel einen kompletten Wagen voll mit fertig gebauten Open-Box-Systemen. Hier sind tatsächlich Altra Q8030 drin, also die ARM-basierten CPUs mit 80 CPU-Kernen. Und hier eben ein ganzer Wagen voll. Mal überlegen, was der Wagen hier wert ist. Ich glaube, eine CPU kostet hier allein irgendwie 4.000 Euro oder 4.500 Euro. Und hier ist einfach eine ganze Palette drauf. Also nehmen wir den Wagen jetzt mit, hätte ich gesagt. Das Ganze hier kennt ihr vielleicht schon aus Romans Video. Das ist sozusagen die Festplatten-Teststation, nenne ich es jetzt mal. Die ganzen Server, die hier aufgebaut worden sind, sind tatsächlich nur dazu da, um Festplatten zu testen. Hier hat man sein eigenes System dafür entwickelt. Ihr seht es, hier sind kleine LEDs an den Festplatten dran. Wenn die so langsam blinken wie hier, dann bedeutet das, dass die Festplatte jetzt gerade getestet wird. Wenn sie schnell anfangen zu blinken, sehe ich jetzt aktuell glücklicherweise keine, dann bedeutet das, dass diese Festplatte defekt ist und wenn sie aufhört zu leuchten, dann ist der Test abgeschlossen. Und ihr seht es schon, ich meine, bei 250.000 Servern gibt es natürlich auch eine Menge an Festplatten und das heißt nicht, wow, der startet hier durch. Und das heißt nicht, dass alle Festplatten, die hier sind, kaputt sind, sondern das sind einfach nur Festplatten, die eben geprüft werden, weil eventuell ein Defekt vorliegt. Auf der anderen Seite das Ganze einfach nochmal für SSDs. Und jetzt hätte ich gesagt, gehen wir mal auf die Suche nach unserem eigenen Server. Also, wir haben tatsächlich unseren Server gefunden. Hier rechts oben steht er. Ist ein EX52 NVMe, habe ich glaube ich vorher schon gesagt, mit i7-8700 und einem Z370 Gaming Plus Board. Also wie gesagt, hier kommt eben auch viel Consumer-Hardware zum Einsatz. Und auf diesem Server läuft tatsächlich unsere komplette Homepage, also die Schnäppchenseite, die ganzen PC-Konfigurationen, unser Forum und auch unser Link-Shortener, alles läuft über diesen Server. Und ich kann sagen, wir sind jetzt schon seit glaub, 6 oder 7 Jahren bei Hetzner. Ich meine, es ist ein 8700, das heißt aus der 8. Intel-Generation. Ihr könnt euch vorstellen, wie lange dieser Server schon läuft und wir hatten echt noch nie ein Problem. Also ich kann wirklich aus reinem Gewissen auch Werbung für Hetzner machen, weil wir sind halt einfach selber hier Kunde und wir zahlen auch für unseren Server. Auf jeden Fall seht ihr, wir haben einen von den Servern, die in dem Hetzner-eigenen Rack-System drin sind. Und ja, das ist unser Server. Wenn unsere Homepage mal down ist, dann wisst ihr, wo das Problem liegt. Wir sind jetzt auch gerade noch in einem sehr interessanten Teil hier bei Hetzner. Und zwar sind wir im Cage. Hier wird man auch direkt schon begrüßt von so einem Top-Secret-Schild, weil hier werden die neuen Produkte bei Hetzner quasi ausgetüftelt, ausgearbeitet und hier werden natürlich auch Sachen getestet, die noch gar nicht released worden sind und so weiter. Deswegen müssen wir beim Film ein bisschen aufpassen, dass wir nichts zeigen, was man nicht zeigen darf. Ich zeige euch jetzt aber die neuen Server, die Hetzner angekündigt hat. Und zwar wurden die hier alle schön für uns schon aufgebaut und da kann ich euch auch mal zeigen, wie so ein Server aufgebaut ist. Das haben wir teilweise vorher schon in der Produktion gesehen, aber hier könnt ihr es uns noch mal ein bisschen besser anschauen. Das Ganze muss man sich so vorstellen, wenn wir drin in so einem Kühlgang stehen, dann sieht man quasi diese Seite von einem so einem Rack und hier sind die ganzen Kabel angeschlossen. Die Rückseite, da wo ihr die ganzen Lüfter gesehen habt, das ist diese Seite hier und entsprechend sind hier halt auch solche Luftkanäle drauf. Da wird dann die Luft einfach hier durchgezogen durch das gesamte Gehäuse und so funktioniert auch die Kühlung. Das hier ist der neue EX44 Server. Da ist ein i5 13500 drauf. Das ist ja auch so ein bisschen ein Geheimtipp. Ich meine, er hat 6 Kerne plus 8 Efficiency Kerne und kostet deutlich weniger bei gleicher Kernkonfiguration wie ein 13600K oder so. Auf jeden Fall im Serverbereich auch, wie es scheint, ein Geheimtipp, weil das ist auch ein ziemlich guter Preis-Leistungs-Server. Was wir hier sehen, ist, dass wir noch ein Consumer-Board hier drauf haben. Entsprechend haben wir auch hier den RAM ganz normal angeordnet, also rechts vom Sockel in vertikaler Bauweise hier nichts Spektakuläres jetzt irgendwie vom Aufbau. Worüber wir auch noch sprechen können, sind die Netzteile. Denn Hetzner lässt, so wie auch bei den Mainboards teilweise, auch die Netzteile custom anfertigen, also nach eigenen Spezifikationen. Was hier besonders relevant ist, ist natürlich die Kabellänge. Das Ding ist, wenn wir bei uns auf dem Channel solche Netzteile zeigen, die halt einfach nur so silbern sind und dann irgendwie mit Senfkabeln, dann kommt schnell irgendwie der Eindruck auf, hey, das ist irgendwie ein China-Böller oder sowas. Das ist aber nicht der Fall. Diese Netzteile hier zum Beispiel werden bei FSP gefertigt. Bei FSP lässt zum Beispiel auch Be Quiet fertigen. Und ich meine, hier im Rechenzentrum kommt es am Ende auf jeden Cent und jeden Watt an. Dementsprechend sind hier natürlich auch hochwertige und effiziente Netzteile verbaut. Das Ganze sieht man zum Beispiel auch daran, wenn man sich mal dieses Netzteil hier anschaut. Da sieht man hinten an der Typenbezeichnung, ist es mit HZ gekennzeichnet. Das steht in dem Fall für Hetzner. Also wenn ihr diese Seriennummer googelt oder irgendwas, dann werdet ihr nichts finden, weil dieses Netzteil wurde halt von FSP custom angefertigt für Hetzner. Dann gehen wir direkt mal weiter zum nächsten Server. Der wurde auch völlig neu vorgestellt. Das ist der EX101.
Hier kommt auch Raptor Lake zum Einsatz. Hier kommt der i9 13900 zum Einsatz. Und insgesamt 64 GB DDR5 Speicher. Das ist ECC RAM. Ich meine, ist halt Server Hardware. Ansonsten auch hier wieder ähnlicher Aufbau mit dem Luftkanal. Das ist jetzt ein Custom Mainboard. Bei dem anderen Server gerade eben war das ja quasi normales Consumer Mainboard. Dieses Mainboard hier wurde auch nach Spezifikation von Hetzner selber angepasst. Was wir hier noch sehen können, das ist auch ganz interessant. Hier haben wir nämlich so M2 Adapterkarten. Das M2 auf Oculink, das haben wir uns ja in der Produktion schon angeschaut. Und da geht dann quasi der Anschluss hier rum. Und dann kann man halt ganz easy die SSDs warten, weil sonst müsste man das Rack jedes Mal rausziehen, um daran ja, irgendwelche Modifikationen, Wartungen, Reparaturen und so weiter vorzunehmen. Hier wird halt einfach nur der Zugang deutlich vereinfacht. Und das sind dann eben zwei 1,92 Terabyte SSDs mit U2-Anschluss. So viel mal zu dem Server. Der nächste Server, den wir uns hier auch anschauen können, das ist der AX52. Hier drin ist dann der AMD Ryzen 7 7700 verbaut, also der 8-Kerner aus der aktuellen Zen 4 Generation. Hier gibt es auch 64 GB DDR5 Speicher und zwei 1 TB große Gen 4 SSDs. Und das ist für mich auch der interessanteste Server hier erstmal, vor allem vom Aufbau, denn hier kommt dieses Custom Mainboard zum Einsatz, was wir uns vorher schon angeschaut haben, das ProWS 665 Ace. Das wird auch vom Roman auf seinem Kanal, also bei der Bauer, noch mal ein bisschen im Detail vorgestellt. Deswegen will ich hier jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Auf jeden Fall, das haben wir uns vorher ja schon angeschaut, hier wird der RAM eben horizontal eingebaut. Das ist natürlich, wie man jetzt hier auch mit dem installierten Luftkanal sehen kann, deutlich besser für die Kühlung, weil dann kann die Luft eben durch die RAM-Sticks durchziehen und wird nicht von den RAM-Sticks blockiert. Ist einfach deutlich besser durchdacht so. Was wir hier auch sehen, das haben wir uns in der Produktion vorher auch schon angeschaut, das ist eine PCI Express X16 Adapterkarte. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier insgesamt 4 Steckplätze, also auf der Rückseite sind auch noch 2 drauf, für M.2 SSDs und die sind dann natürlich alle mit NVMe und PCI Express X4 angebunden. So viel auf jeden Fall mal zu den drei neuen Hetzner-Servern, die hier vorgestellt worden sind und die wir uns anschauen durften. Das ist ja der eigentliche Grund, warum wir hier vorbeigekommen sind. Ich finde es auf jeden Fall trotzdem super, dass wir uns mal das gesamte Datacenter auch anschauen konnten. Und ich finde es auch mega spannend, einfach mal den Aufbau von so einem Server zu sehen, weil im Verhältnis zu den Gaming-PCs und sowas, die wir normalerweise bauen, ist es halt was komplett anderes mit diesem Open Frame und auch einfach teilweise ein bisschen weiter gedacht von der ganzen Funktion, von dem Airflow und so weiter. Auf jeden Fall ziemlich spannend. Und damit gingen die 2 Tage, die wir insgesamt bei Hetzner waren, dann auch langsam zu Ende. Ich fand es für meinen Teil auf jeden Fall mega spannend, das alles mal anzuschauen. Nicht nur das Rechenzentrum an sich, sondern auch die ganzen Sachen, die hinten dran stehen. Eben sowas wie die Serverproduktion und allgemein, wie so ein Server aufgebaut ist. Ein riesen Dankeschön geht an der Stelle natürlich an Hetzner raus, dass sie uns das überhaupt ermöglicht haben. Denn das ist absolut nicht selbstverständlich, dass wir da eingeladen werden und so tiefe Einblicke dort in die Rechenzentren und die ganzen internen Prozesse bekommen. Ich meine, der riesige Stacheldrahtzaun, der steht da draußen ja auch nicht zum Spaß. Ich hoffe jedenfalls, dass euch das Ganze genauso gefallen hat, dass ihr das genauso spannend fandet wie wir und dass dieses Video nicht nur unterhaltsam, sondern eben auch informativ war. Ich für meinen Teil würde mich jedenfalls freuen, vielleicht in 1-2 Jahren nochmal vorbeischauen zu dürfen, um zu sehen, was sich da in der Zwischenzeit so getan hat, weil wie man gesehen hat, hat Hetzner da einiges an Innovation reingesteckt und das ganze System auch selbst weiterentwickelt. Wenn es euch genauso geht, dann schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare und allgemein bin ich mega gespannt, was ihr jetzt zu diesem Thema zu sagen habt. Wusstet ihr, wie es in so einem Rechenzentrum aussieht? Wusstet ihr, wie es bei Hetzner aussieht? Ich meine, vielleicht habt ihr auch schon Romans Video gesehen. Was hat euch am meisten beeindruckt und wenn wir nochmal hingehen, was würdet ihr gerne im Anschluss noch sehen? Ich hoffe jedenfalls, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video.